Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Ich habe heute einen Hinweis, einen Tipp, einen Trick für euch, wie ihr am einfachsten die Aufgabe erledigt, dass ihr andere Spieler wiederbeleben sollt. Aber bevor wir dazu kommen, lasst mir doch bitte für dieses Video ein Like da, einen Daumen nach oben da. Es würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen, für euch weiterhin diese Videos zu machen und auch zu posten. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos, Leaks, Theorien und, dann lasst mir auch ein kostenloses Abo da und macht auch die Glocke an, damit ihr auch sofort eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir online geht. Denn ich werde weiterhin während der gesamten Season 6 für euch Videos posten, um euch bei den Herausforderungen tatkräftig zu unterstützen, damit ihr die Aufgaben schneller erledigt. Wie ihr in dieser Woche auch sehen könnt, in der Woche 3 der Season 6, müssen wir Spieler wiederbeleben in verschiedenen Matches. So, hier bin ich mit meinem Duo-Partner gerade in einem Gameplay und ich zeige euch jetzt, wie ihr gemeinsam jeweils abwechselnd einmal in einem Match direkt eine Wiederbelebung notiert bekommt. So, ihr baut euch ein bisschen Holz ab, entweder ihr selbst oder euer Duo-Partner baut sich nach oben, springt nach unten und muss wiederbelebt werden. Und ihr belebt euren Partner, euren Duo-Partner oder euer Teammate natürlich direkt wieder. Und damit habt ihr gleich eine Wiederbelebung im Match durchgeführt. Dasselbe macht ihr jetzt selbst. Jetzt steigt ihr nach oben, springt runter, sodass euer Duo-Partner, Teammate euch wiederbeleben kann. Und damit hat jeder von euch in einem Match eine Wiederbelebung durchgeführt. So, dann noch ein Hinweis. Am einfachsten ist es auch, wenn ihr am Rand der Karte landet, dann könnt ihr euch gleichzeitig direkt selbst eliminieren und könnt dann direkt wieder ins nächste Match reinspringen. Und dann macht ihr eben diese Geschichte mehrmals nochmals. So, ich werde euch gleich noch ein Gameplay zeigen. An einem anderen Ort, dann werdet ihr das sehen. So, jetzt springen wir ins kühle Nass und auf ins nächste Match. Und hier sind wir in Paradise Palms. Hier machen wir genau dasselbe. Mein Duo-Partner baut sich gerade hoch, springt runter. Ich muss ihn wiederbeleben. Das ist ja ein neues Match. Das heißt, ich bekomme wieder eine Wiederbelebung notiert. Insgesamt 5 Mal müssen wir in dieser Woche 3 eine Wiederbelebung durchführen. Und jetzt bin ich an der Reihe, ich gehe nach oben und springe runter, sodass mein Duo-Partner mich jetzt wiederbeleben kann und damit er auch diese Wiederbelebung notiert bekommt. Und wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch im ganz normalen Duo-Modus, im Team-Modus oder auch im Höhenrausch-Modus 50 gegen 50 durchführen, aber wir wollten nicht so lange warten und das hier ist eben ein Trick oder ein Tipp, wie ihr diese Aufgabe schneller erledigen könnt und euch anderen Dingen ja widmen könnt, um andere Aufgaben zu erledigen. Dann müsst ihr euch darum nicht mehr kümmern. So, hier sind wir auch am Rand der Karte, jetzt springen wir auch wieder ins Wasser, ins kühle Nass und ich hoffe, ich habe euch damit weitergeholfen. Bis dann, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos und so weiter, dann einfach auch ein Abo dalassen und auch die Glocke anmachen. Das kostet euch auch nichts. Und für weitere Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar dalassen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bis demnächst, euer Sadi.